Atmosphäre inhaltlich politisch diskutieren zu können und mich nicht immer über Mailinglisten, über Negative Feedback an Facebook zu machen. Wenn man jetzt in den letzten Wochen einen Blick auf die Nachrichtenseiten geworfen hat, in den Zeitungen oder auch Mailinglisten des Landesverbandes gewesen hat, dann kam man am Thema Stuttgart 21 nicht vorbei. S21 ist gerade scheinbar das wichtigste Thema der Welt. Die Schlichtungsgespräche werden live übertragen. Da hat man den Eindruck, dass die Medienereignisse, wenn Thomas Gottschalk jetzt antritt, aber nein, es geht eigentlich nur um Politik. Hände hoch, wer hat vom Artenschutzgipfel in Nagoya gehört? Doch so viele, weil eigentlich ein relativ wichtiges internationales Abkommen, das den Umweltschutz revolutionieren soll. Wer hat mitbekommen, dass Schäuble eine grundlegende Reform des Steuerrechts plant? Vermutlich die grundlegendste Reform seit Gründung der Bundesrepublik? Ja, auch eine Handvoll? Schaut mal heute in die Stuttgarter Zeitung, ist das erste Thema wieder Stuttgart 21 bzw. Kopfbahnhof 21, echte Alternative und neue Geisterprojekt. Und eigentlich ist Stuttgart 21 nur ein Bahnhof. Es ist ein großer Bahnhof, das ist richtig. Und Stuttgart ist eine große Stadt, das ist auch richtig. Eine Stadt mit einem beginnenden Verkehrsinfarkt, wie ich gestern feststellen durfte. Aber wieso stehen dann tausende und abertausende Bürger auf der Straße und demonstrieren gegen einen Bahnhof oder für einen Bahnhof? Wieso stehen ihnen tausende von Polizeibeamten gegenüber mit Wasserwerfern, Pfefferspray, Schlagstöcken? Die Bilder vom 30.09. gingen um die Welt. Das muss man sich vorstellen. Stuttgart hatte vorher in der Schweiz vermutlich nur jeder Zweite, mittlerweile kann es alle. Stuttgart liegt gefühlt derzeit im Wendland. Und ist Sinnbild geworden eines politischen Kampfes. Stuttgart ist das Sinnbild schlechthin der Entfremdung von Politik und Bürgern geworden. Wie konnte es so weit kommen? Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Wie gehen die Piraten als Partei damit um? Und was können wir daraus lernen? Weil daraus lernen müssen wir. In Anbetracht des noch zu verdauenden Mittagessens werde ich mich bemühen, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Und wenn ich einschlafen sollte, bewerfen mit Papierhügelchen oder sonst sowas, bin ich ein bisschen müde von Pressereaktionen. Wie kann es nun zu einer derart massiven Entfremdung zwischen Politik und Gesellschaft kommen? Politiker sind immer auch Teil der Gesellschaft, in der sie kommen. Die Politik ist in einer Demokratie, also quasi eigentlich immer auf dem gesellschaftlichen Stand. Sollte man ja zumindest erwarten. Schaut mal genauer hin, sieht man, dass politische Systeme immer ein Spiegel der Zeit sind, in der sie entstanden sind, nicht der Zeit, in der sie leben. Und das Gleiche gilt für Parteien. Eine Gesellschaft entwickelt sich aber kontinuierlich fort. Der technische Wandel wird von der Gesellschaft aufgegriffen, die Gesellschaft vereinigt Einflüsse aus der Wirtschaft, aus dem In- und Ausland. Vielleicht beginnen wir das Ganze daher mit einem ganz kurzen historischen Diskurs, was Demokratie ist, beziehungsweise wie sich Demokratie entwickelt hat. Politik, altgriechisch, Polis, die Stadt, beziehungsweise Politii als ein System, das sich um das Wohl des Volkes kümmert. Und Demokratie, Demos als Volk, Demokratie, die Herrschaft des Volkes. Du stehst voll im Stream. Die Vorläufe unserer Demokratie entstanden also irgendwie im alten Griechenland, genauer in Athen. Männliche Bürger ab 20, Bürger ist dabei allerdings primär eine finanzielle Frage, dafür muss man bestimmten Besitz nachweisen können, durften über wichtige Belange der Stadt entscheiden und in Kriegszeiten unter Umständen sogar Beamte wählen. Für diese Wahl kamen alle interessierten Bürger an einem zentralen Ort zusammen. Man hatte sich sogar schon Quorum überlegt, mindestens 6.000 Bürger mussten anwesend sein, damit eine Entscheidung tatsächlich galt. Und die attischen Demokratien, quasi die Ursprünge unseres politischen Systems, waren damit direkt demokratisch. Dann kam der Philosoph Aristoteles und sein Lehrer Platon. Platon lehnte die Volksherrschaft strikt ab. Aristoteles prägte dann auch den Begriff Demokratie, allerdings war Demokratie etwas Negatives. Demokratie war die Herrschaft des Volkes und das Volk, im Gegensatz zum Bürger, war arm. Und ganz klar, wir wissen es alle, Arme denken immer nur an sich, nicht an das Wohl der Stadt im Gegensatz zu den Reichen. Deshalb war eine Volksherrschaft nach Aristoteles abzulehnen.
Er hat sich dann überlegt, wir machen stattdessen eine repräsentative Demokratie. Wir lassen das dumme Volk eine Reihe von intelligenten Herrschern wählen. Das ist tatsächlich der Ursprung der repräsentativen Demokratie. Muss man sich ja vor Augen führen, wenn man unseren Politikern sagt, sie hätten sich von der Demokratie entfremdet. Nein, haben sie nicht. Sie setzen sie genauso, wie sie gedacht wurden. Wenig später, 1762 war das ganz genau, prägte Jean-Jacques Rousseau einen etwas anderen Begriff. Er prägte den Begriff der Volkssouveränität. Das Volk als Herrscher über sich selbst. Die Einigkeit von Herrscher und Beherrschte. Darauf wiederum berufen sich alle modernen Demokratien. Er hatte noch ein paar andere interessante Ideen reingeworfen, wie zum Beispiel die des Rechtsstaats und der Gewaltenteilung. Und damit sind wir grundlegend bei der modernen Demokratie angekommen. Die ersten Ausprägungen einer solchen modernen Demokratie fanden wir dann in Nordamerika. Ungefähr zeitgleich zu Rousseau bildeten dort nämlich die Irokesen, den Irokesenrat. Und dieser Irokesenrat war als Rätedemokratie organisiert. Die barbarischen Indianerstämme prägten nachhaltig das Bild, das Franklin und andere Autoren der amerikanischen Verfassung da reingeschrieben haben. Ein Teil dieser dann entstandenen US-Verfassung ist aber auch ein wunderbares Beispiel für die Theorie, dass politische Systeme in ihrer Gründungszeit leben. Schauen wir uns die Wahl des US-Präsidenten an. Als sie geschrieben wurde, war es schwierig, von einem Ort zum anderen zu reisen. Die Idee einer kontinentumspannenden Eisenbahn war allerhöchstens ein kleines Funkeln im Auge eines verrückten Ingenieurs. An Telegrafen haben Leute mal nie gedacht und Telefone oder Internet, ja mein Gott, wenn ich keine Telegrafen habe, kann ich darüber auch nicht nachdenken. Wie soll ich denn unter solchen Bedingungen eine zentrale Wahl organisieren, bei der eine Person von einem ganzen Land gewählt wird? Man hat in Amerika eine sehr einfache Lösung gefunden. Man wählt Wahlmänner, diese Wahlmänner reisen zu einem Hauptstadt und wählen dort den Präsidenten. Und da man nicht weiß, was sich in der doch relativ langen Reisezeit verändert, gab man diesen Wahlmännern auch keine Weisungen mit. Das heißt, sie durften vor Ort dann wählen, wen sie wollten. Ansonsten wäre es schwierig geworden, wenn der Präsidentschaftskandidat zu den Angola reinstoppen musste. Damals hat es vermutlich ganz toll funktioniert und war auch eigentlich eine sehr interessante Idee zur Lösung eines schwierigen technologischen Problems. Heute wirkt das System extrem antiquiert. Wir wählen Wahlmänner, die reisen dann an einen zentralen Ort, da wählen sie dann einen Präsidenten. Wir haben irgendwie einen Schlüssel über die Bundesländer, das ist alles ein bisschen seltsam. Ein politisches System hat also irgendwie seine Zeit, in der es entstanden ist, und irgendwann sollte man darüber nachdenken, es zu reformieren. In England beispielsweise kennen wir immer noch das House of Commons und das House of Lords. Das House of Commons als erstes echtes Parlament, ja, nach dem Mittelalter eigentlich. Kein Lord dafür das House of Commons kandidieren. Warum? Weil das House of Commons sich gegen den Einfluss des Adels absichern wollte. Heutzutage ist es ein bisschen schwachsinnig, weil relativ viele Lords, die politisch tätig werden wollen, dann eben ihre Adelstitel abtreten müssen. Aber in seiner Zeit war das vermutlich sinnvoll. Also nicht nur die technologischen Möglichkeiten einer Zeit prägen das politische System, auch die Moralvorstellungen. 1948 wurde dann in Deutschland quasi eine neue Demokratie erfunden. Deutschland hatte einen Krieg hinter sich, die NS-Diktatur hinter sich. Das alles war bei den Gründungsvätern in lebhafter Erinnerung. In Erinnerung war auch die Zersplitterung der Weimarer Republik. Die Parteienlandschaft, ein Parlament, das aus Dutzenden von Parteien bestand, in dem keine Koalition wirklich mehr funktionierte. Und deshalb führte man dann die Parteiendemokratie bei uns ein. Die Bürger beteiligen sich nicht direkt an der Politik, man wählt Vertreter. Diese Vertreter entstammen politischen Parteien und jede Partei muss ein gewisses Mindestquorum erfüllen, die berühmte 5%-Klausel. Tatsächlich der Sinn dahinter ist, zur Splitterung des Parlaments vorzubeugen. Die Parteien als solche sind in Deutschland eigentlich eine Reminiszenz an frühere Bürgerversammlungen, bei der eine Partei nicht unbedingt die Liste stellt, sondern eine Partei primär eine Interessensgemeinschaft war. Man fand sich zusammen, diskutierte gemeinsame Themen und versuchte sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Aber auch hier sieht man wiederum den Einfluss der technologischen Möglichkeiten. Direkte Gespräche zwischen Politik und Bürger waren 1948 noch relativ schwierig. Es war nicht so, dass jeder Haushalt ein Telefon hatte und erst recht hatten die Haushalte kein Internet. Es fehlte schlicht jede Möglichkeit einer bidirektionalen Feedback
zwischen Politikern und Bürgern auf einer regelmäßigen Ebene, auf einer regelmäßig groß angelegten Ebene zu installieren. Die meisten Menschen hatten keine Möglichkeit, ihre Meinung zu publizieren. Zeitungen haben einen begrenzten Umfang. Wenn ich da alle Parteimeinungen abdrucke, werden sie schon dicke Wälzer. Und wenn ich dann noch jedem Bürger zudem Raum gebe, das politische Geschehen zu kommentieren, wird das ähnlich wie das Antragsbuch in Chemnitz etwas unhandlich und zum Totschlag sein. Auch der Zugriff auf Wissen war damals noch etwas beschränkter, als es heute ist. Das System lebte also von der Übertragung aller Entscheidungsgewalten an eine kleine Gruppe Ausgewählter. Ob die Bundesländer und die föderale Struktur Deutschlands dann eine Reminiszenz an die kleinstaatliche Vergangenheit des Deutschen Reiches sind, das überlasse ich jedem selbst zu entscheiden, auch sie noch modern. Politische Systeme sind also immer ein Spiegel ihrer Zeit. Das ist wenig überraschend. Dieses hat es aber auch für Parteien gelten. Parteien sind per Definition eine Ansammlung von Menschen. Menschen sind ein Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft, genauso wie die Menschen darin, sind einem ständigen Wandel unterworfen. Wenn es aber so ist, warum haben wir dann einen Generationenkonflikt? Und dass es einen solchen gibt, haben wir spätestens in den 68ern gesehen. Wie entsteht der Effekt, dass das Internet von beinahe allen Jugendlichen genutzt wird, aber bei weitem nicht von so vielen Eltern? Es gibt einen Spruch, und ich weiß leider nicht mehr, von wem er stammt. Was vor deinem 6. Lebensjahr erfunden wurde, das gab es schon immer. Was vor deinem 12. Lebensjahr erfunden wurde, ist hip und neu. Was vor deinem 18. Lebensjahr erfunden wird, prägt deinen beruflichen Werdegang. Und was nach deinem 30. Lebensjahr erfunden wird, ist Teufelszeug und sollte verboten werden. So ganz beliebig können Menschen sich also scheinbar doch nicht verändern. Parteien sind zudem nicht nur eine Ansammlung von Menschen, sie sind irgendwo auch eine Institution. Sie haben festgeschriebene Parteiprogramme, sie haben eine Tradition, sie haben Statuten. Und irgendwie müssen sie auch einen Wiedererkennungswert besitzen. Wenn ein Bürger vor der Wahl von der Piratenpartei überzeugt ist, wäre es schön, wenn er sie nach der Wahl auch noch wiedererkennt. Ansonsten macht der Wahl keinen Sinn. Jede Partei einer gewissen Größe hat zudem zu jedem Zeitpunkt mehr Altmitglieder als Neumitglieder. Und Altmitglieder wollen unter Umständen nicht jede Diskussion nochmal führen. Das kennt man von jeder Mailingliste. Irgendein Neuling bringt ein Thema auf, dann kommt da, das haben wir letztes Jahr schon diskutiert, schauen die Archive. Wenn ein Thema irgendwann mal innerparteilich durchgesetzt wurde, dann will man an den Erfolg ja auch festhalten. Außerdem haben etablierte Parteien meistens eine sehr feste Hierarchie und eine Reihe von Zwischenschritten, die man durchlaufen muss. Also man beginnt beispielsweise eine Jugendorganisation, dann gibt es einen Ortsverband, einen Kreisverband, dann muss man sich hochdienen. Dann wird man vielleicht Bezirksdelegierter, Landesdelegierter, kommt irgendwann in den Landesvorstand, dann auf die Bundesebene und dann kann man tatsächlich anfangen, die politische Arbeit dieser Partei zu beeinflussen. Das Ganze geht nicht von heute auf morgen, das Ganze dauert eine gewisse Zeit und das ist auch die Zeit, die neue Ideen brauchen, um überhaupt Gehör zu finden in der Partei. Da muss ich die Partei doch überzeugen, das braucht nochmal länger. Parteien sind also nicht beliebig veränderbar. Ganz im Gegenteil. Sie haben immer mehr alte Neumitglieder, sie haben eine gewisse Stabilität und jede Reform braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, Parteien müssen notwendigerweise jeder gesellschaftlichen Veränderung hinterherlaufen. Sie sind gegründet zu einer Zeit und die spiegeln sie wieder. Aber alles, was sich danach in der Gesellschaft verändert, wird zeitversetzt auch in einer Partei verändert. Zeitversetzt, das ist wichtig. Wir sehen dies sehr gut bei den Grünen. Sie sind entstanden aus den Grabenkämpfen der 70er Jahre, geprägt von den 68ern. Und irgendwie hat die Partei es noch nicht so ganz geschafft, die Entwicklung der letzten 30 Jahre mit aufzugreifen. Wenn nun aber sowohl das politische System als auch die Parteien der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherhängen, dann muss es zu Konflikten zwischen Politik und Gesellschaft kommen. Da kann Stuttgart 21 eigentlich nicht überraschen. Denn dieser Konflikt manifestiert sich in Stuttgart 21. Denn die Politik hängt fest im reinen repräsentativen System der Gründungszeit. Eine Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen ist nicht vorgesehen. Die Legitimation einer Entscheidung ergibt sich aus dem parlamentarischen Beschluss. Und das Parlament ist faktisch immer legitimiert. Um das nochmal zu wiederholen, völlig egal, wie eine Wahlbeteiligung war, wie eine Wahl war, in unserem demokratischen System ist das Parlament legitimiert. Unser System stellt die Frage der Legitimation gar nicht. Ob ein Bürger an der Wahl teilnimmt oder nicht, ist auch völlig egal.
Allein die Tatsache, dass die Wahl stattfindet, der Wahlprozess, bedeutet, dass diese Wahl legitimiert ist. Die Demokratie nach deutschem Verständnis beschränkt sich damit auf eine Auswahl alle 4 bis 5 Jahre. Was ich auswählen kann, kann ich als Bürger nicht mit beeinflussen. Und daraus resultiert nun der Streit in Stuttgart. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Bürger wollen stärker eingebunden werden. Die Bürger fühlen sich nicht mehr ausreichend eingebunden, nicht mehr repräsentiert. Das Vertrauen zwischen Politik und Bevölkerung ist nachträglich gestört. Neue Formen der Bürgerbeteiligung werden, naja, wenn sie überhaupt eingeführt werden, dann sehr zögerlich und eigentlich nur symbolhaft. Wieso sollten wir sie auch einführen? Die Politik lebt weiter in einer vergangenen Zeit, in der Bürgerbeteiligung kein Thema war. Die Ursachen des Konfliktes sind nun angerissen. Wie aber können wir jetzt damit umgehen? Die SPD und die Grünen fordern nun einen Volksentscheid zu Stuttgart 21. Ist ein Volksentscheid wirklich eine bessere Demokratie? Ein Volksentscheid ist schlussendlich nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Es ist die Ultima Ratio der Bürgerkontrolle über die Regierung. Aber ein Volksentscheid ist keine echte Bürgerbeteiligung. Versteht mich hier bitte nicht falsch. Ein Bürgerentscheid über S21 ist sehr wichtig. Aber er ist nicht deshalb wichtig, weil es eine Bürgerbeteiligung ist, sondern weil es der Kulminationspunkt eines politischen Versagens ist, das sich über die letzten 15 Jahre erstreckt hat. Ich behaupte, dass ein Bürgerentscheid über ein großartiges oder groteskes Infrastrukturprojekt nur ein Einstieg in eine bessere Demokratie sein kann. Die Bürger sollten nicht am Ende eine Entscheidung erzwingen, sondern sie sollten von Anfang an in die Planung eingebunden werden. Politik lebt nicht von der Entscheidung einiger Parteien, egal ob es die CDU ist oder die Piraten. Politik lebt vom ständigen Feedback. Politik lebt davon, dass die Beteiligten ehrlich sind und dass Fakten, Pläne transparent veröffentlicht werden. Parteien und Politiker brauchen eine Möglichkeit, sich eine Rückkopplung vom Volk zu holen. Und das Volk braucht eine Möglichkeit, diese Rückkopplung zu geben. Vor 60 Jahren brauchte man das noch gar nicht zu diskutieren. Da gab es einfach schlicht und einfach keine technische Möglichkeit dazu. Heute, mit dem Internet und der Möglichkeit, dass jeder seine Meinung veröffentlichen darf, hätten wir diese Möglichkeit. Oder könnten sie zumindest erschaffen. Leider haben sich die Parlamentsparteien bisher noch nicht damit hervorgetan, ein solches System nochmal anzudenken. Bürgerbeteiligung ist ja eben die maximale Erfolgsentscheidung. Und die Schlichtungsgespräche, die als großartiges Beispiel der neuen politischen Transparenz und Bürgerbeteiligung gefeiert werden, sind ein wunderbares Beispiel dafür, warum die Politik nichts verstanden hat. Die Schlichtungsgespräche sind der medial inszenierte Diskurs zwischen Regierung und Opposition. Da liefern sich rhetorisch geschulte oder nicht geschulte Politiker Schlagabtausch. Ein paar Fakten werden aufgedeckt, die meisten Fakten haben die beteiligten Politiker vergessen die Akten. Oder können Sie erst nach der Mittagspause beantworten und dann sind wir nicht mehr da. Einen echten inhaltlichen Diskurs oder gar eine Bürgerbeteiligung darüber gibt es nicht. Kein Bürger hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Kommentare zu geben und darauf hinzuweisen, dass etwas vielleicht falsch dargestellt wurde. Ich programmiere seit Jahren und ich habe beruflich und privat ein bisschen Erfahrung mit Softwareentwicklung. Deshalb kommt das folgende Beispiel aus der Softwarewelt. Software wird häufig von geschlossenen Gruppen entwickelt. Das gilt grundlegend auch für Open-Source-Software. Weil im Zweifelsfall in den offiziellen Archiven dieser Software nur bestimmte Entwickler Schreibzugriffe haben, weil irgendjemand entscheidet, was da reinkommt, irgendjemand die ganzen Patches einpflegen muss. Häufig, gerade bei kleineren Projekten, sind das Einzelpersonen, die nie gewählt wurden. Das ist eigentlich ja kaum ein Vorbild für ein demokratisches System. Aber Software lebt davon, dass sie ständig Feedback der Anwender kriegt. Ein Entwickler kann sich tolle Dinge ausdenken, aber er wird niemals die gleichen Erfahrungen mit seiner Software haben wie seine Anwender. Wenn er seine Anwender ignoriert, dann wird die Software nicht verwendet. Egal ob es Fehlermeldungen, Korrekturen oder Verbesserungswünsche sind, Anwender haben einen extrem großen Einfluss auf die Entwicklung der Software. Theoretisch könnten die Entwickler und Leiter des Projekts selbst bestimmen, was sie tun. Machen sie auch, sie entscheiden, was davon umgesetzt wird. Ignorieren sie dabei aber die Anwender zu lange, werden die Anwender zu einer anderen Software wechseln. Der Druck von außen auf das Feedback einzugehen ist damit groß genug, die Anwender haben viel Einfluss auf die Softwareentwicklung. Daraus ergibt sich nun ein ganz interessanter Denkanstoß, wenn wir das auf die Politik übertragen.
Ein Projektmaintainer kann jeden Wunsch seiner Anwender übrigens auch mit klar bei euch einkommentieren. Nach einiger Zeit merken aber die Anwender, dass es nicht tut, dass er damit nicht nachkommt. Das ist der Punkt, an dem übrigens gerade die Politik ist. Wir sagen immer klar, werden wir machen, das bleibt alles sozial gerecht, das bleibt alles, was auch immer, wirtschaftlich neutral, keine Inflation. Stuttgart wird schneller, billiger und besser und irgendwann stellen die Leute fest, dass diese ganzen Versprechen nichts sind als leere Worte. Meine Folgerung aus dem Ganzen ist, dass die Politik mehr Feedback braucht. Eine Möglichkeit, Feedback an die Politik zu geben, und zwar jenseits der Volksabstimmung. Volksabstimmungen greifen, wie gesagt, nur ein Thema auf. Sie können keine komplizierten Fragen erörtern, sie können keine Alternativen aufzeigen, sie können nur Ja oder Nein sagen. Die Politik muss mit der Bevölkerung reden. Das Internet bietet hierfür viele Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen Medien und Politik stärker den Diskurs suchen. Derzeit ist der Diskurs eigentlich ein Diskurs innerhalb der Regierung. Wenn man viel Glück hat, wird man mit der parlamentarischen Opposition geredet. Mit der außerparlamentarischen Opposition wird gar nicht geredet. Warum nicht? Dass sie nicht im Parlament sind, heißt nicht, dass sie nicht auch mal gute Ideen haben können. An die Piraten sitzen auch nicht im Parlament. Ich bin überzeugt, dass sie sehr viele gute Ideen haben. Die Veränderung des Demokratieverständnisses, die Veränderung des Politikverständnisses, die Veränderung der Gesellschaft findet nicht im Parlament statt. Das Parlament muss also außerhalb des Parlaments danach schauen. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir noch weitere Eskalationen wie Stuttgart 21 sehen. Diese Eskalationen werden mit jedem Mal heftiger werden. Die Medien müssen also in ihre Berichterstattung stärker außerparlamentarische Kräfte einbeziehen. Das tun sie derzeit auch nur sehr ungern. Ich erinnere daran, wie viele Pressemitteilungen der Piraten sie veröffentlicht haben. Man kann sich ja bei den Spaß machen zu suchen, wie viele andere Kleinparteien man in den regelmäßigen Tageszeitungen findet. Muss man eigentlich dabei suchen. Und es braucht eine neue Diskussionskultur in der Politik. Die Regierung muss mit der Opposition reden und sie muss den Bürger stärker einbeziehen. Die Bürger müssen die Möglichkeit haben, direkt mit der Politik zu reden, Änderungswünsche einzubringen, auf Fehler hinzuweisen, vielleicht auch mal zu fragen, warum der Tunnel jetzt nur 12,5 cm dick sein soll statt 25. Wenn die Bahn dann ein gutes Argument dafür liefert, ist das alles ja gegessen. Ich denke, dass die Politiker völlig egal, ob Stuttgart 21 sinnvoll ist oder nicht, das Problem ist, geschafft hätten, die Bevölkerung mitzunehmen, wenn sie mehr mit den Leuten geredet hätten. Dann hätten wir diesen Streit jetzt nicht. Da hätte die CDU jetzt nicht das Problem, dass sie bei der nächsten Landtagswahl den Ministerposten verlieren wird. Der Ministerpräsident. Ein Bürger hat jederzeit das Recht, solche Gesprächsangebote auszuschlagen. Das ist keine Frage. Aber wenn er ein Gesprächsangebot ausschlägt, darf er sich nicht darüber wundern, wenn er über seinen Kopf hinweg geregiert wird. Das ist auch richtig. Aber derzeit haben wir noch nicht einmal die Gesprächsangebote. Dafür ist es natürlich auch nötig, dass Regierungsarbeit transparenter gestaltet wird. Das muss ich hier vermutlich niemand sagen. Ich kann nur dann über etwas entscheiden, wenn ich auch tatsächlich weiß, was Sache ist. Vielleicht braucht es dafür auch eine Kultur der Sachkoalition. Nicht mehr die feste Regierungskoalition aus CDU und FDP oder Rot-Grün, sondern thematisch wechselnde Koalition. Auch wenn ich weiß, dass es ein Vorschlag ist, der in Deutschland historisch betrachtet nicht so wahnsinnig positiv aufgenommen wird. Dann bin ich auch schon am Ende. Ich will dir ganz bewusst keine Möglichkeiten aufzeigen, wie die Politik Feedback suchen kann. Weil ich möchte euer Feedback dafür, wie ihr euch das vorstellt. Ich möchte nur ein Problem aufzeigen, ich möchte gerne wissen, wie ihr das lösen wollt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ich würde dir gerne in einem Punkt widersprechen. Du meintest, das House of Commons und das House of das Oberhaussystem sei überholt. Das sehe ich teilweise wieder rückläufig, weil du merkst jetzt gerade, auch in Deutschland, wir haben im Augenblick extrem viele Adligen in der Regierung. Das sind immer noch alte. Okay, also da bestehen immer noch alte Netzwerke, alte Verbindungen. Also auch gerade schon mit der französischen Adel, dem Messier, das ist nicht ganz unzeitgemäß, würde ich damit einfach sagen. Das ist richtig.
Das Problem löst sich aber nicht dadurch, dass ich ein House of Commons und ein House of Lords habe, weil ich auch in England jederzeit meine Adelstitel niederlegen kann und dann das House of Commons kandidieren kann. Es gibt genug Lords, die das vorgemacht haben und die eine sehr steile politische Karriere hingelegt haben. Also von daher, das real existierende Problem, dass Adlige unter Umständen besser vernetzt sind, okay, aber es wird dadurch einfach nicht gelöst. Ja, und so eine Frage. Mach mal Mikrofon gehört. Also es gibt einen Feedback-Kanal, der ziemlich eifrig genutzt wird, den du erstaunlicherweise komplett ausgeblendet hast. Und das sind die Kontakte zwischen Politikern, Parlamentariern und Lobbygruppen, also Vertretern bestimmter Interessen. Das mal wertneutral gesehen. Die ja durchaus kommunizieren, durchaus auch sehr stark kommunizieren, durchaus auch manchmal sogar Gesetze schreiben, wo man dann auch wieder die Nachteile sieht. Da würde mich interessieren, siehst du den Lobbyismus oder generell, wenn man es nicht, Lobbyismus klingt schon so negativ, aber die Kommunikation zwischen Lobbys und Abgeordneten, siehst du die generell kritisch? Hast du sie deshalb weggelassen oder wäre das für dich eine Option für das Feedback? Ich habe die weggelassen, weil es nochmal ein anderes Thema ist. Mir geht es tatsächlich auch um die Rückkopplung nicht organisierter Feedbacks. Eine Lobbygruppe kann natürlich neben der Bürgerinitiativen auch Bürgerfeedback weitergeben. Aber sie macht es in einer organisierten Form, sie macht es in einer Form, die für die wenigsten Themen wirklich gangbar ist. Ich habe auch keine prinzipiellen Einwände gegen Lobbyismus. Die Politik braucht einen gewissen Lobbyismus. Ich kann als Politiker nicht über jedes Thema tatsächlich Firmen sein. Also als Beispiel, ich bin dann selber auch Vorsitzender des Bundesverbandes für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk und wir verstehen uns auch als eine Gruppe, die Politik mit beeinflussen möchte. Nicht, weil wir unbedingt Einfluss auf die Politik haben möchten, sondern weil wir festgestellt haben, dass es in den letzten Jahren einige Änderungen am Sprengstoffgesetz gab, die einfach völlig schwachsinnig sind. Also die letzte Änderung am Waffengesetz beispielsweise hat schlussendlich dazu geführt, dass einige Monate lang keine Sprengungen mehr durchgeführt werden durften, weil sie vergessen haben, dass Schlagkapseln für Sprengstoff vorbereitet werden müssen. Wieso das jetzt so ist, ist mir zwar egal. Aber da braucht die Politik die Rückkopplung mit Experten, mit den Betroffenen. Ich kann auch, wenn ich ein neues Energiekonzept entwerfe, nicht an den Energiekonzernen vorbei. Ich muss mit denen reden, was überhaupt möglich ist, zum Beispiel welche Strommengen gerade produziert werden, die Zahlen braucht. Ich muss aber auch mit anderen Gruppen reden. Und das ist das Problem, was wir gerade in Deutschland mit Lobbyismus haben. Lobbyismus läuft verdeckt, Lobbyismus läuft mit extrem viel Geld und die Politik vergisst, mit den Leuten zu reden, die nicht in Lobbyverbänden organisiert sind, beziehungsweise mit den schwachen Lobbyverbänden zu reden. Und sie lässt sich davon nicht stark beeinflussen. Ich brauche eine Expertenmeinung, aber ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich zu denken kann. Ich brauche auch vorne Rede. Erstmal vielen Dank für deine Rede, fand ich gut. Um ja, das ein bisschen drauf einzugehen, was worum du jetzt hier gerade gebeten hast. Du meinst, Software kriegt Feedback durch die Nutzer. Und wenn die Software einfach ignoriert, was Nutzer wollen, dann benutzen sie sie nicht. Stellt natürlich voraus, dass sie eine Alternative hätten, was sie installieren können. Wie fändest du einen radikalen Ansatz, wo man sagt, wir installieren unsere eigenen Regierungen? Ich kann mir spontan nicht vorstellen, wie es funktionieren soll. Es gab entsprechende Konzepte in der Vergangenheit. Die sind alle entweder schon am Ansatz gescheitert oder führten zu einem Bürgerkrieg. Das sind beides keine wirklich sinnvollen Alternativen für mich. Wenn mir ein konkretes Konzept vorgelegt werden soll, wie sowas aussehen könnte, unter Umständen interessant, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay, dann ein Anschluss. Also nicht, dass ich so eine Idee vertrete. Es ist ja nur darum, wenn du Software anbietest, dann ich habe immer die Wahl, was anderes zu installieren. Du hast das Bild einfach hier hingelegt. Ja? Das ist ja die Möglichkeit. Die Wähler entscheiden sich aber auch so und sagen, nö, Regierung benutze ich nicht, weil ich bin nicht Wähler. Ja. Das war der Gedanke, den ich dann vorhin hatte. So, momentan nutzen wir parlamentarische Systeme, nämlich eine Piratenpartei, um versuchen, die Doppelarbeit, also den Leuten eine Alternative zu bieten. Und
Problem ist, wir haben Leute, die wollen einfach die Kino nicht mehr benutzen. Ja, genau aus den Gründen, die du alle erwähnt hast und schön abgeleitet hast. Die Frage ist, warum halten wir uns an die Regeln? Weil es in einem demokratischen Rechtsstaat keine Möglichkeit gibt, an den Regeln vorbeizugehen. Das ist der Grundsatz eines Rechtsstaates. Wenn ich versuchen will, ein System zu verändern, kann ich natürlich versuchen, mir jetzt möglichst viele Waffen zu kaufen oder möglichst viel Geld zu organisieren, die XC-Services anzustellen. Aber das ist irgendwie keine Lösung, die ich für demokratisch halte. Dann gewinnt der mit den meisten Waffen. Ist momentan ja genauso. Geld gleich Waffen gesetzt. Ist ja ein Mittel. Du hast ja gerade Waffen mit Mittel gleichgesetzt. Also gleich. Unter Umständen ja. Nur wenn wir versuchen wollen, ein System tatsächlich demokratisch zu verändern und auch für uns diese Grundsätze, die wir fordern, Rechtsstaat, Demokratie und so weiter, einzuhalten, ansonsten werden wir verloren, dann müssen wir uns an das System halten und dann müssen wir eben versuchen, in diesem System so viel Einfluss zu kriegen, dass wir danach das System verändern können. Okay. Gut, also wir können kommen wieder an den Anfang der Frage zurück. Ja. Wie schaffen wir eine beschleunigte Entwicklung in der Politik zu kriegen, die halt eben diesen Zeitversatz herausnimmt, weil das hast du ja als Problem identifiziert. Ich glaube nicht, dass das für eine Partei wirklich geht. Es kann sein, dass in 30 Jahren dann hier die Piratenpartei in Zeit und Null sitzt und darüber redet, dass die Piraten all ihre Grundsätze vergessen haben, weil sie die moderne Technik vergisst und die Jugendbewegung eigentlich völlig ignoriert. Das ist dann völlig in Ordnung, wenn jetzt eine Piratenpartei in Zeit und Null die löst uns dann ab, wie wir hoffentlich bald die Probleme lösen können. Das müssen wir nicht verhindern. Und wenn die CDU ablöst? Die CDU löst sich ganz von selber. Es ist ja auch so, es gibt ja auch Verbände und andere Aktivgruppen, wenn man da aktiv werden will, außerhalb von der lokalen Landschaft, dann darf man, muss man alles nicht unbedingt in die Partei. Kannst du was anmerken? Nein. Eine Sache, der Kauder hat ja, wie heißt die Initiatorin der Petition, ja, die hat gefragt, warum sie denn keine parlamentarischen Mittel benutzt hat. Ja. Ja. Ich weiß nicht, 50.000 Petenten oder wie viel waren es? 153.000. Entschuldigt, ja. Also die Zahlen wurden utopisch. Ja. Was ist denn dann bitte noch parlamentarisch in diesem Land, wenn nicht das? Ja, das ist ja auch ein parlamentarischer Weg, aber man sieht, dass es inzwischen keine Petition mehr über die 50.000 schaffen. Ne? Ja. Doch, doch. Ja, auch nochmal danke von mir für deine Rede, du hast das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ich habe zwei Fragen. Nee, ich habe drei. Entschuldigung. Die ersten beiden sind im Prinzip eigentlich wahrscheinlich ein eigenes Thema, aber vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen. Und zwar hast du ja ganz kurz die Grünen angerissen, die so die Entwicklung der letzten 30 Jahre verschlafen haben. Vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen ausführen, ein bisschen unterfüttern. Und dazu halt eben die Frage, wie könnten und sollten wir uns von den Grünen abgrenzen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine getrennte Diskussion. Was ich noch fragen wollte, ist, wie reagieren wir, wenn dann die Abgeordneten sagen, ja, bloß wenn jeder über das Internet oder über Abgeordnetenwatch oder so erreichen kann, dann gehe ich ja in einer Flut von Fragen, die ich gar nicht mehr nachkommen und so beantworten kann, unter. Das ist eine viel zu hohe Arbeitsbelastung, wir haben doch schon so viel zu tun. Wie gehen wir damit um? Was können wir Ihnen da entgegenhalten? Also zu den ersten beiden Fragen, die beantworten sich, denke ich, in einem. Die Grünen haben die gesellschaftliche Entwicklung hin zu dem Trend nach mehr Bürgerbeteiligung völlig verschlafen. Und die Grünen haben verschlafen, dass das Internet viele Möglichkeiten bietet, um eben diese Bürgerbeteiligung einzubringen. Ich weiß, dass Sie ursprünglich an den basisdemokratischen Ansatz angetreten sind. Sie haben ihn irgendwann völlig vergessen, weil Sie es nicht geschafft haben, sich da irgendwie zu organisieren. Und ich denke, dass das Internet hier viele Möglichkeiten bietet, vielleicht nicht unbedingt Basisdemokratie, aber zumindest eine Feedback-Demokratie zu installieren. Ich habe mich kürzlich mit einem, leitenden Politiker der Grünen unterhalten und da fiel das Zitat auf seiner Seite, dass er das Internet bedenklich sieht, weil er hier jeder ungefiltert Dinge veröffentlichen kann. Jetzt richtig, so ähnlich habe ich auch geantwortet. Aber
An diesem Zitat, denke ich, sieht man, dass die Grünen einfach diese Möglichkeiten verschlafen haben. Wie können wir uns von ihnen abgrenzen? Ganz einfach, wir zeigen auf, wie wir diese Möglichkeiten nutzen können. Wir zeigen auf, dass wir für ein ganz anderes Verständnis von Demokratie und Politik stehen. Wir stehen dann eben nicht mehr für eine aristotelische Demokratie. Das ist in Ordnung. Wir können Sachen 1000 Jahre auch von dem guten Mann lösen. Sondern wir versuchen tatsächlich eine Demokratie aufzubauen, in der Transparenz und Bürgerbeteiligung mehr sind als gehypte Wahlbegriffe, um wieder über die 20% zu kommen. Ja, die dritte Frage. Was sagen wir dem Abgeordneten, der sagt, der geht unter einer Flut an Anfragen unter? Das ist das Stichwort Medienkompetenz. Wie gehe ich mit Informationen um? Wie gehe ich mit Anfragen um? Wie schaffe ich es vielleicht auch als Partei, das so zu strukturieren, dass ich für bestimmte Themenbereiche vielleicht bestimmte Ansprechpartner habe? Ich werde als Politiker niemals alle Anfragen beantworten können. Und ich werde insbesondere niemals die Möglichkeit haben, jede Anfrage, die mich per E-Mail erreicht, zu beantworten. Da muss ich eben Möglichkeiten jenseits der E-Mail suchen. Da muss ich eben ein anderes Feedback-System installieren, in dem auch Bürger miteinander diskutieren können, dass ich damit vielleicht auch schon viele Anfragen selbst lösen kann. Da muss ich jetzt Abgeordneter lernen, zu sagen, dafür bin ich zuständig, schicken Sie das mal bitte an den Kollegen B. Und dafür habe ich schlussendlich als Abgeordneter auch einen ganzen Mitarbeiterstab, der mir bisher die E-Mails ausdruckt und auf den Schalter steht und jetzt eben vielleicht versuchen muss, die E-Mails auch zu exzerpieren und den Kurzfassern zu schaffen. Da habe ich noch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben in Karlsruhe gab es eine Podiumsdiskussion von der PH zum Thema Bildungspolitik und die haben alle Direktkandidaten aus Karlsruhe eingeladen. Wir sind da nicht eingeladen worden, weil wir keine Chance ans Parlament zu kommen haben und so weiter. Die Linken waren da, aber gut. Ja, auch immer, jedenfalls hatte ich da einen Diskurs mit der Pressesprecherin, die meinte, naja, es müssen schon dezidiert die Direktkandidaten aus Karlsruhe sein. Sie interessiert es mich nicht, wenn wir einen Experten im Nachbarwahlkreis haben, der jetzt sich mit Bildungspolitik beschäftigt. Ja. Dann denke ich dann auch so, naja, wenn die schon die Presse oder jetzt irgendwelche Organisationen einfach die Politiker sagen, hey, ich will den Kopf von Karlsruhe sehen, obwohl es überhaupt gar keinen Sinn macht, einen Abgeordneten aus Karlsruhe zu nehmen, ja, nur weil die PH in Karlsruhe sitzt. Die bieten uns zwar Experten an, aber den wollen wir gar nicht für eine Podiumsdiskussion haben. Ja, gut, ja. Dann war es jetzt auch nicht schlimm, dass wir nicht da waren. Ja, ja, ich mache noch ein oder zwei Fragen, dann haben wir nachher nochmal eine größere Runde. Dieses allgemeine Thema, was wir mit Sebastian besprechen, können wir dann in der großen Runde machen. Sebastian, du hast vorhin völlig richtig meiner Meinung nach gesagt, der Bürgermeister muss da mehr beteiligt werden, es muss mehr Feedback vom Bürger kommen. Aber eine tolle Idee. Jetzt habe ich nur leider die traurige Erfahrung machen müssen, dass es da draußen unwahrscheinlich viele Bürger gibt, die sich für Politik überhaupt nicht interessieren. Ja? Wir verlieren halt den Blick darauf, weil wir von lauter Leuten umgeben sind, die Politik spannend finden und daran aktiv sein wollen. Sobald man mal draußen auf der Straße unterwegs ist und mit Leuten spricht, also gehen wir fort damit, die nichts mit zu tun haben. Siehst du da ein Problem drin, wenn man jetzt versucht, den Bürger stärker einzubinden, dass es große Schichten der Bevölkerung gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben? Oder sagst du, das kann man einfach ignorieren, weil wenn sie nicht mitreden wollen, dann reden sie halt nicht? Ignorieren kann man das prinzipiell nicht. Eine Demokratie lebt davon, dass die Bevölkerung die Ergebnisse auch akzeptiert. Wenn ein Großteil der Bevölkerung sich hinstellt und sagt, Politik geht mir am Arsch vorbei, dann werden sie auch die Ergebnisse, die die Politik erzielt, niemals wirklich akzeptieren. Das heißt, wir haben ein riesengroßes Potenzial, zum Beispiel von Unruhen. Das geht so weit, dass einige Politikforscher jetzt schon das Ende der Demokratie in Deutschland sehen, weil wir Wahlbeteiligung von 50% haben. Ich glaube aber, dass viele Menschen deshalb von der Parteienpolitik frustriert sind, weil sie keine Möglichkeit haben, mitzureden und weil sie die Erfahrung gemacht haben, ist mir scheißegal, wenn ich rede. Also der Spruch, CDU und SPD kann ich sowieso nicht unterscheiden, da stimmen die meisten Menschen zu. Wieso soll ich mich als Bürger dann auch mit Politik beschäftigen? Wenn ich Möglichkeiten aufzeige, wie man sich bei dem Thema, das gerade diesen Menschen interessiert, auch einbringen kann, dann werden sich, denke ich, viele Menschen einbringen. Und wenn es dann immer noch zu viele sind, die es nicht tun, dann gut, dann müssen wir weitergehen. Da würde ich dir zustimmen, Sebastian. Ich denke, wir müssen den Bürger mit einbinden, weil wir es uns nicht leisten können, weiterhin ins Demokratie zu nehmen und einfach den Bürger links liegen zu lassen. Das heißt, wir müssen mit dem Gedanken in die Köpfe der Bürger rein, zu sagen, Demokratie heißt mitmachen und da muss jeder Einzelne mitmachen. Wenn ich
vielleicht nicht unbedingt 90, also 100%, aber ich denke sicherlich, dass wir sagen müssen, 70% der Bürger müssen für eine Demokratie mit, also bereit sein, an ihr mitzuwirken. Weil nur dann, die Demokratie liegt wirklich vom Mitmachen. Und ich kann jetzt sagen, ja Gott, wir haben hier irgendwo ein Parlament, die wurschteln vor sich hin und es geht im Prinzip, ja, ich sage jetzt mal, 70% der Bürger vorbei. Ja, also da denke ich, wir müssen wirklich auch den Bürger klar machen, wenn du weiterhin in einer Demokratie leben möchtest, dann musst du im Prinzip dich einbringen. Das geht nicht ohne. Natürlich, wir sind ja in der Lage hier in Deutschland gewesen, dass wir uns darauf verlassen konnten, dass die Demokratie einfach vor sich hin funktioniert. Und dadurch hat man auch diesen Prozess eigentlich erreicht gehabt, dass heute im Prinzip viele Leute sagen, ja Gott, das läuft ja irgendwie aber zu erkennen, dass wirklich Demokratie mitmachen heißt, und zwar für jeden Einzelnen, ich glaube, das ist ein großer weiter Weg, den wir da auch zurücklegen müssen. Also ich muss sagen, ich fand den Vortrag sehr interessant. Ich fand auch immer auf diesen Gedanken, dass man muss ein politisches System, ein Demokratiekonzept eigentlich immer vor dem Hintergrund der Gesellschaft, aus dem er entwachsen ist, betrachten. Sehr interessant, aber ich glaube, was man da noch berücksichtigen muss, ist, dass aber auch der Umkehrschluss gilt. Und deshalb will ich eigentlich auch, wie fördert man Bürgerbeteiligung, wie bringt man auch die Bürger dazu, sich einzubinden, eigentlich da relativ optimistisch, denn auch das gegebene politische System, in das man reingeboren wird, prägt ja auch die politische Kultur einer Gesellschaft. Wenn man in eine Diktatur reingeboren wird, nimmt man es als komplette Selbstverständlichkeit, dass der Staat das Sagen hat. Während aber, wenn man in eine Parteidemokratie geboren ist, nimmt man es als Selbstverständlichkeit, Papa wählt CDU, meine Kumpels wählen CDU, ja, CDU wird gut sein. Wenn man eben in eine Gesellschaft reingeboren wird, wo eben jeder es als selbstverständlich nimmt, zu seinem Thema sein Selbst dazu zu geben und dass er auch sieht, dass es Widerschlag in den Entscheidungen findet, dann also, glaube ich, wird es eine harte, gute Chance, zum Selbstläufer zu werden. Ich habe kürzlich über Stuttgart 21 erst mit Chinesen diskutiert und dann mit den Schweizern. Die unterschiedlichen Ansichten waren, das ist aber ganz interessant, weil beide waren entsetzt davon, was in Deutschland passiert. Aber die einen aus dem Blickwinkel, wir können die Bürger sich erdreisten, eine getroffene Entscheidung anzuzweifeln. Und der andere aus dem Blickwinkel, wie kann die Politik sich erdreisten, die Bürger nicht mit einzubeziehen. Ja, natürlich, die Politik beeinflusst die Gesellschaft. Sie wollen mal mit mir sprechen Dann würde ich sagen, wir können gleich nochmal eine größere Runde zu dem Thema weitermachen, weil ich denke, das ist auch so ein bisschen die Selbstfindungsphase in der Partei. Ich sage dir auch mal Danke.